Moin Leute, willkommen hier bei World of Warships und ich werde schon beschossen. Im Zufallsgefecht. Kein Schaden, Abpraller, alles. Null, nada. Verdammt! Ohne Thunderwear. Ich bin immer Fan von Pushen, natürlich. Ich habe schon überlegt, ob ich rechts lang pushe, so wie meine Mates. Habe ich gesehen, dass ein Flugzeugträger hier auf der Map ist, deswegen dachte ich mir so, lass mal. Mal kann man ja auch ein bisschen Kreuzfeuer machen vielleicht, wegen der Thunder zum Beispiel. Ich habe jetzt die perfekte Breitseite von ihm natürlich hier. Das war schon mal ganz nice. Lecker. Cleveland. Oh, warte mal, das ist ein. Oh, hier sind ein paar Achter dabei, oder was? Sand. Fährt die Thunder weiter nach hinten? Scheint schon. Streuen alle so kacke die Schüsse, aber einer Schuss trifft die Zitadelle. Das gefällt mir. Als etwas. Oh, ich fahre mal in Vollspeed weiter. Da kommt nämlich ein Flugzeug an. Oh, what the fuck? Warum ist die Lexington da? Was macht er? Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. Sind hier noch das fette schwimmende. Fette schwimmende Zitadelle gehen? Habe ich irgendwie mehr Bock drauf. Kann sein, dass wir ihn jetzt sogar gekillt haben schon. Natürlich nicht. Wir sind sehr unpräzise jetzt. Was hat der nicht gedroppt, der Junge? Interessant. Warte mal, ich kann auch die Deckpanzerung klatschen, ne? Durchschlagen. Das heißt, ich hätte jetzt eigentlich auch irgendwie besser schießen können, fällt mir ein. Ups. Na gut. Ist er jetzt tot? Komm bitte. Muss ich jetzt keinen Schuss auf ihn verschwenden? Okay, na mal, dann machen wir das halt so. Doppelt hält besser. War jetzt zwar nicht notwendig, aber. Mir egal. Okay, die Östergünland ist immer noch da hinten. Deswegen bin ich nicht so. Vorsichtig hier mit den Torpedos, bin ich ehrlich, aber kann sich natürlich ändern. Was macht der Junge da eigentlich? Also manchmal ist das echt komisch mit den Schüssen. Wir haben schon drei Schiffe verloren, aber die haben jedenfalls ein Flugzeug verloren, das ist schon mal ganz gut. Bitte fahr gegen die Insel und fahr dann mal aufwärts. Okay, tut er nicht. Schade. Volle Breitseite, die Bungo, Alter. Oh, danke. Naja, ich finde das mal krass, wenn Leute Breitseite zeigen und einfach nicht dafür irgendwie mal kassieren oder so, das ist mal richtig. Finde ich mich mal richtig verarscht.
Nee, wahr? Ich hätte warten sollen mit dem Schießen, oder? Okay, er dreht weg. Sind vorgehalten, komm schon. Also vorgehalten logischerweise, aber auch hochgehalten. Der Störer nervt mich immer noch. Schauen wir, glaube ich, jetzt ein bisschen rein. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. Ich glaube, ich habe die Bunge, oder? Ja. Wenn ich hätte mich nicht überrascht, wenn er überlebt hätte, einfach weil. Kann ja sein. Ich glaube, er ist tot, oder? Nein, ist er natürlich nicht. Der Lacker. Was? Torpedos? Ach so, ja, die hat endlich mal Torpedos auf mich geworfen. Jetzt zu spät. Eben hätte er mir die ganze Zeit Torpedos reindrücken können. Jetzt bin ich weg. Nein, das macht keinen Sinn, der ist nicht mal ein Mensch. Das macht Sinn. Schade, da bist du eigentlich nice gewesen. Es ist immer noch nicht zu Ende, das Match ist halt echt krass. Komm schon mal wohl. Ein bisschen leichter Kreuz, habe ich ganz vergessen. Du bist natürlich immun gegen Schaden. Du bist nicht immun gegen Haie. Nein, lass es mein Kill sein! Fuck. Natürlich jetzt die Frage, ne? Wie soll ich auf einer High und auf so viel Range irgendwie noch Schaden machen? Der Mecklenburg braucht Support, ja, das stimmt schon. Was ist unser Flugzeug? Unser Flugzeuger ist tot, oder? Ja, unser Flugzeuger ist schon tot. Der hat noch ein Flugzeug hier irgendwo. Das Problem, was meine zwei Schlachtschiffkollegen da jetzt haben, ist natürlich, dass sie dadurch, dass die Ohio da hinten noch am Arsch der Welt ist, haben die auf jeden Fall jetzt hier ekelhaftes Kreuzfeuer, in dem die sich jetzt befinden. Deswegen. Oh wow, der ist. Na, verdammt. Will ich auch nicht so weit vorfahren gerne. Halt jetzt hier ein bisschen an. Ich möchte jetzt nicht hier auch an die ins Kreuzfeuer kommen. Sei denn, ich weiß ja natürlich jetzt nicht, ob die Kurfürst stirbt durch Torpedos. Kann aber gut sein. Ja, tut er. Alter, ein useless animal. All battle, Alter, what the fuck? Immer noch eine Shima hier irgendwo, ne? Aber ich bin nicht entdeckt, deswegen bin ich da guter Dinge, dass der mich in Ruhe lässt. Ich glaube, das war zuvor. Ich dachte, der zieht da durch. Ne, er ist einfach an sich voll langsam. Ja, da kannst du mal die Schnauze halten, nervst. Extra sogar jetzt auf Haie laden für die Ohio. Das Schliefen ist fast tot.
Ich weiß nicht, ob die... Ne, ich glaube, der stirbt nicht durch die... Diese Präzision manchmal, ne? In solch einer Situation ist, wo du merkst, dass dein Teammate die Halland nicht mit dir fährt, solltest du vielleicht der Halland folgen und nicht selber einen Suizid fahren. Dann die Halland dafür blamen. So, wir fahren jetzt hier auf jeden Fall durch die Mitte. Wir müssen uns ja nicht alle jetzt hier rechts lang begeben. Außerdem bin ich ein Fan davon, wenn ein Zerstörer vor mir ist. Aha. Was sehen wir denn da? Oder ach, weiß ich, muss gar nicht wegfahren. Ich kann aber hier bleiben. Warum sollte ich wegfahren? Ich bin doch hier in perfekten Position. Ja, alles cool. Funktioniert. Ich mag die Ohio, sie ist echt geil. Das Einzige, was ich nicht so geil finde, ist, dass sie ein bisschen langsamer ist, aber einfach diese mit den Heilungen regelmäßig und so, dann bist du echt möglich, sehr lange im Leben zu bleiben. Ist jetzt nicht so krass wie bei der Keilerei die letzte Folge, aber in der Ohio. Aber jetzt zum Zufallsgefecht war es auch mal schön, nicht die ganze Zeit nur Fokus zu werden, zumal der Flugzeugträger auch da irgendwie einen richtig kranken Suizid-Move gemacht hat. Trotzdem lustigerweise immer noch über die Hälfte seines Teams ist. Das war komisch. Ja, und die Mecklenburg, die geflamed hat, ist da. Unter der Halland. Hm. Der geflamed hat, dass sie scheiße ist, ne? Denk mal drüber nach. Ja, wir haben ja nur 1,3 getankt, aber es ist ungefähr im Standardbereich. So, Standard ist eigentlich immer 1 bis 2 Millionen. So 3-4 Millionen ist dann wirklich extrem krank, wenn du wirklich fast tot bist und keine Heilung mehr hast, gar nichts. Also würde ich schon sagen, dass das ist jetzt auch kein Standard-Game, wenn man so viel hat. Deswegen 1,3. So, ja. Ja, doch, würde ich sagen, noch ein bisschen wenig. Aber wir haben auch sehr viel Leben noch gehabt und sind ja nicht oft beschossen worden tatsächlich. Aber naja. Gut, das war mal ein Rundchen Ohio in der Zufallsgefecht. Habt ihr jetzt schon länger, aber ich muss sagen, ich spiele echt gerne, die ist ganz nice. Also ich kann nur empfehlen, auch wenn ich weiß, dass Forschungspunkte nicht jeder einfach rumliegen hat, muss ich sagen, ich habe auch hart geweint, um die zu bekommen. Finde ich ein bisschen kacke, dass die nur so zu bekommen ist, aber du hast jedenfalls eine Chance. Und wenn du dein Schiff haben willst, forschungspunktemäßig, dann kann ich die auf jeden Fall empfehlen, weil die echt ganz nice ist. Ja, wie immer, danke fürs Sehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.